Hallo und herzlich willkommen zum Urlaubschecker ferngesteuert. Heute bin ich im Dream World Hill und wir werden durch die ganze Anlage gehen. Ich werde das nicht alleine machen. An meiner Seite werde ich heute den Hotelmanager Emre Akuntürk und den Front Office Manager Süleyman Akçan. War der Name richtig? Akuntürk Emre. Akuntürk Emre ist richtig, genau. Also die beiden werden mich heute begleiten. Wir werden durch die ganze Anlage gehen. Ich wende jetzt die Kamera und die Tour kann beginnen. So, wir sind jetzt am Haupteingang. Den möchte ich jetzt auch mal zeigen hier. Dream World Hill. Und gehen dann auch sofort rein in die schöne Lobby. Das ist der Eingangsbereich. Hier auf der linken Seite ist die Rezeption, der Empfangsbereich. Und das ist die Lobby mit dem wunderschönen Kronleuchter. Sehr, sehr schön gemacht. Wir gehen jetzt einmal auf die andere Seite. Und diesen Urlaubschecker ferngesteuert, das kann ich ja auch mal sagen, machen wir ja interaktiv. Falls Sie Fragen haben sollten, einfach mit reinschreiben. Wir werden versuchen, diese Fragen zu beantworten. So, das ist jetzt die obere Lobby und hier draußen noch die Terrasse bei schönem Wetter, wie heute auch, kann man draußen sitzen. Hier ein Fotomotiv Dream World Hill mit den Engelsflügeln und wir gehen jetzt rein, gehen jetzt erstmal hoch auf ein Zimmer. So. So, wir sind jetzt oben angekommen, gehen einmal durch den Korridor. Ja, nochmal herzlich willkommen an unsere Zuschauer im Fernsehen. Wir haben mit der Tour bereits begonnen, waren in der Lobby am Eingangsbereich, sind jetzt mit dem Panoramalift hochgefahren zum 5. Stock und gehen den Korridor jetzt durch bis zu dem einen Zimmer, was wir uns jetzt anschauen werden. Und falls Sie etwas verpasst haben sollten, können Sie nach der Sendung hier bei Sonnklar TV das Ganze noch mal anschauen. Ja, wir gehen jetzt direkt auf das Zimmer zu. Süleyman wird mir behilflich sein. Ups, die Karte einmal. So. Gehen wir einfach mal herein. So, das ist hier das Bad. Dieses Zimmer ist etwas anders geschnitten. Und warum das so ist, das werde ich jetzt gleich zeigen. So, die Zimmer sehen im Grunde alle gleich aus. Hier mit diesem Doppelbett, im Grunde ist dann nochmal ein Einzelbett dabei. Hier, hallo. So, und jetzt gehen wir einmal raus auf die Terrasse hier. Und diesen wunderschönen Ausblick möchte ich Ihnen zeigen. Das ist die Aussicht, die man hier vom Hotel hat. Also hier kann man auch die Entfernung zum Strand sehen. Das sind circa die 300, 350 Meter. Und den Ausblick kann man genießen. Einfach hier auf der Terrasse oder auf dem Balkon sitzen und schön rausschauen. Einfach genießen. Das können Sie auch machen, wenn Sie das Dreamworld Hill buchen und hier in das Hotel kommen. Ja. Jetzt gehen wir wieder rein, zeige noch mal kurz auf das Bett. So sieht es hier aus. Guck mal, ob da in der Minibar was drin ist. Genau, hier Softgetränke und Wasser, auch täglich befüllt. Und hier haben wir auch einen Wasserkocher für diejenigen, die morgens gerne Tee oder Kaffee trinken, haben die Möglichkeit. So schön sehen die Zimmer hier im Dream World Hill aus. Jo, es geht weiter. Gehen diesen Korridor weiter durch. Korridor mit Teppich finde ich gut, weil
So hört man auch die Trolleys oder die anderen Sachen nicht. Ist dann viel ruhiger. Aber Zimmer war Laminat. So, etwas Weg haben wir noch. Ich beeile mich. Unser Manager rennt schon voraus. So. Wir haben übrigens zurzeit auch sehr viele Sonnenklargäste hier im Haus. Wir sagen gerne Wiederholungstäter, die schon mehrere Male hier im Hause waren und wieder da sind. Also die 10, 15, 16, 17 Mal. So. Unser Lift ist auch schon da, dann können wir rein und gehen jetzt runter. Ich versuche nochmal hier diesen Blick zu fangen, weil mit dem Kronleuchter ist es sehr schön hier. Jetzt geht's weiter in die untere Lobby. Jawohl. So, das ist die untere Lobby. Ich zeige auch mal diese Seite hier. Hier gibt es die Geschäfte, den Fotoladen, à la carte Restaurants, Friseur. Das alles befindet sich hier. Und von hier aus nochmal ein Blick nach oben. Sieht doch alles sehr, sehr elegant aus. Dann geht's weiter Richtung Restaurant. Das ist, wie gesagt, die untere Lobby und hier hat man wiederum viel Möglichkeit, drinnen oder draußen zu sitzen. Das ist die Bar hier in der unteren Lobby. Jetzt geht's durch zum Hauptrestaurant. Die ist momentan geschlossen. Es werden die Vorbereitungen fürs Abendessen gemacht. Den schauen wir uns aber jetzt mal an. So, hier auf dieser Seite die Brottheke und dann die Buffets mit Vorspeisen und Hauptspeisen, so wie hier. Oder auch hier auf dieser Seite. Und dann sind weiter die Soßen hier auf dieser Seite und die Nachspeisen. Die sind dann alle sehr schön verteilt. Da gibt es auch keinen Stau. Kommt einfach zum Gericht, kann sich was holen und setzt sich dann hier gemütlich hin. Das ist auch sehr, sehr schön gemacht hier mit den Tischen. Wir gehen jetzt auf der anderen Seite raus. Also wie gesagt, hier fühlen sich die Gäste sehr, sehr wohl. Die sind schon mehrere Male hier im Haus seit der Öffnung 2017 und deswegen sehen wir auch eine sehr gute Weiterempfehlungsrate von 92% bei über 4000 Bewertungen. Jetzt gehen wir hier einmal rein. Das ist einerseits die Pizzeria, die Patisserie zu bestimmten Zeiten. Hallo! So, hier sehen wir auch die Pizzen, die frisch zubereitet werden. Hier Kuchen. Sehr, sehr lecker. Ich muss da immer schnell weitergehen, sonst bleibe ich immer eine halbe Stunde. Ist für mich gefährlich. Ja, dann geht's weiter. Ich zeige hier nochmal auf die Bar. Und dann auch ganz gemütlich Sitzmöglichkeiten hier. Jetzt gehen wir einmal raus, gehen durch den Garten runter. So, das ist der sogenannte Liebesweg. Hier draußen gibt es nochmal Sitzmöglichkeiten. Und wir gehen diesen Liebesweg jetzt einmal herunter. Schön im Grünen. Haben sie auch sehr, sehr schön gemacht hier. So, und für die Tierliebhaber sind auch unsere Katzen hier. Ja, wo ist die Katze?
Ja, dann gehen wir einfach mal weiter diesen Liebesweg. Dann kommen wir hier unten an. Das ist die Animationsbühne. Im Sommer finden hier die Shows statt. Über Winter ist diese Bühne geschlossen. Aber Luftgewehrschießen und so weiter, verschiedene Aktivitäten finden hier statt. So, das ist jetzt die eine Seite. Wir gehen Richtung Poolbereich und machen dann auch noch eine Runde durch das Hallenbad. Das ist die Poolbar mit Sitzmöglichkeiten. So, jetzt gehen wir auch mal zum Hallenbad rein. Das ist der beheizte Pool, auch draußen. Wir gehen jetzt einmal durch. Angenehm warm. Da kann man dann auch, wenn man richtig schlecht ist, seine Runden drehen. Auch mit Bademeister natürlich. Hier ist der Fitnessbereich angrenzend zum Hallenbad. Jetzt gehen wir hier raus. Noch eine Sache hier vorne auf der linken Seite, das ist der Wellnessbereich. Da können wir jetzt leider nicht reingehen, weil wir da keinen Empfang haben. Aber wir haben ja diverse Bilder im Netz. Da können sich die Bilder vom Wellnessbereich anschauen. Jetzt gehen wir raus. Hier nochmal die ganzen Liegen bei schönem Wetter. Hallo. Kann man sich dann hier hinlegen, die Sonne genießen. Und wir gehen jetzt einmal über die Brücke rüber auf die andere Seite und schauen uns jetzt nochmal hier die Hotelgäste an, die das schöne Wetter genießen. Einmal hier rüber und hier können wir wieder sehen, das ist die Poolbar mit der Terrasse drüber. Da gibt es auch Sitzmöglichkeiten. Und ich möchte jetzt auch noch mal zum Pool rübergehen, dass wir noch mal einen Blick aufs Hotel werfen können. Die Helga sagt Günaiden. Es ist zwar am Mittag, aber ich nehme es gerne an und schauen von hier aus noch mal aufs Hotel. Und da oben waren wir vorhin, haben einen wunderschönen Ausblick gehabt. Das ist das Dream World Hill. So, es geht weiter. Wir werden jetzt auch noch zum Strand gehen und uns den Bereich anschauen. Und dazu haben wir einen Shuttle. Wir müssen nicht runterlaufen, können ganz gemütlich mit dem Shuttle runterfahren. Das ist übrigens unser Shuttle, der uns dann zum Strand rüberfahren wird. Da steigen wir jetzt mal ein. Merhabalar. Das ist unser Fahrer. Ich setze mich dann auch gleich mal zu ihm hin. Auch viele Einkaufsmöglichkeiten direkt neben dem Hotel, vor dem Hotel. Dream Fabrik. Jetzt geht es den Weg hier runter. Thank you.
Stübchen. Hier warten bereits die Gäste auf den Transfer. Dankeschön. Hallo. So. Gehen jetzt alle zum Hotel und wir gehen zum Strand. Hallo. So, das ist jetzt nochmal die Snackbar hier am Strand. Hier gibt es auch Getränke und Speisen. Und es geht weiter zum Strand, wo die Liegen sind. So, der Strand, das ist der Sandstrand, den wir hier in Side kennen. Side Kumköy, feinster Sandstrand. Im Grunde jetzt im November sollte der Strand geschlossen sein, aber der Hotelier hat gesagt, wenn schönes Wetter ist, dann stelle ich die Liegen weiterhin auf und man kann das Ganze noch nutzen. Ich gehe jetzt weiter runter bis zum Wasser. Heute haben wir ungefähr die 24 Grad. Angenehm, klarer Himmel, Sonnenschein. Und das im November, das muss man sich mal vorstellen, hier geht der Sommer einfach noch weiter. Die Urlauber genießen das Ganze hier. Und so sieht es hier am Strand vom Dreamworld Hill aus. Ich zeige mal auf beide Richtungen. Man kann hier auch Spaziergänge machen. Und da hinten können wir auch das Hotel sehen. Ja, das war der Urlaubschecker hier vom Dreamworld Hill. Und ich bin auch jetzt am Ende angekommen. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat und melde mich dann wieder bei einem weiteren Urlaubschecker ferngesteuert hier aus der Türkei. Und bis dahin einfach tschüss.